Ich bin hier bei einem Nachbarschaftsfest. Die türkisch-islamische Gemeinschaft hat mich hierher eingeladen. Es ist hier in Dels. Hier treffen sich Muslime, Christen und Menschen anderer Weltanschauung. Hier in Dels gibt es sehr viele Anhänger des muslimischen Glaubens. Und hier haben sie auch neben Wien die einzige Moschee mit einem Minarett. Manche in den westlichen Ländern haben Angst vor Muslimen. Sie verbinden damit Bilder von islamistischem Terror. Ich denke mir, auch manche Muslime werden Angst haben vor den Christen, wenn sie an die soziale Kälte denken, die es in westlichen Ländern gibt, in manchen Großstädten. Wenn sie an die perversen Bilder denken, die es in westlichen Medien gibt. Meine Erfahrung ist es, wenn ich Menschen mit einer anderen Religion oder mit einer anderen Herkunft persönlich begegne, dann fallen Vorurteile. Dann merke ich, das sind Menschen wie du und ich. Und ich denke an den heiligen Franziskus von Assisi. Im 13. Jahrhundert haben die Soldaten der Kreuzzugsheere gegen die Muslime in Ägypten gekämpft. Franz von Assisi war dabei. Er hat allerdings den Frieden gepredigt. Und er ist wehrlos, hat er die Fronten überschritten. Er ist zum muslimischen Sultan gegangen und hat mit ihm geredet. Und so macht mir Franziskus von Assisi Mut, freundlich auf Muslime, auf Menschen mit anderem Glauben zuzugehen und mit ihnen zu sprechen.